Woher er kam, ist nicht bekannt. Vermutlich war er ein reisender Kaufmann, der im 14. Jahrhundert während der Kriegshandlungen Zuflucht suchte. Was er hinterließ, war ein Schatz. Mehr als 6 Jahrhunderte lag er unentdeckt in seinem Versteck, bis er 1987 gefunden wurde in der Pfarrkirche in Treubach. Heute gelten die 2358 Silbermünzen ob ihrer Herkunft als einer der bemerkenswertesten Schatzfunde des mittelalterlichen Österreich. Warum auch immer die Münzen so lange in Vergessenheit gerieten, diesen Schatz zu finden, das vergisst man nie. Im Zuge der Innenrenovierungsarbeiten von der Pfarrkirche ist auch das Pfloster, das Kirchenpfloster, erneuert worden. Und da vorne bei der ersten Bank sind wir dann auf so Blähplatteln, haben wir gesagt, gestoßen. Ich habe gesagt, na, das da haben wir auf Zeiten, das haben wir in einen Eimer rein da. Und das hat sich eigentlich erst danach herausgestellt, dass das ein sehr wertvoller Schatz ist. Wie die Münzen aussehen, kann man heute im Gemeindeamt bewundern. Langfinger brauchen sich aber keine Hoffnungen zu machen. Klauen geht mit dem Dreibacher Münzschutz überhaupt nicht. Der ist sicher verwahrt im Linzer Landesmuseum. Wir haben da in Treibach nur Repliken ausgestellt. Und wer die Repliken klaut, ist selber schuld. Die Nachbildungen sind zwar nicht so viel wert wie die Originale, aber das ist den Leuten hier in Treubach gar nicht so wichtig. Denn die Treubacher haben den Wert ihrer Gemeinde auf einem anderen Gebiet definiert und per Zertifikat bestätigen lassen, als familienfreundliche Gemeinde. Wir haben uns aus dem Grund zertifizieren lassen, um Prozesse und Dienstleistungen in einer bestimmten definierten Qualität sicherzustellen und andererseits aber weiterzuentwickeln. Das ist ähnlich wie bei Betrieben auch, wo diese Qualitätsmanagementsysteme als Qualitätssicherungssysteme, als Prozessverbesserung schon lange Eingang gefunden haben. Was für die Betriebe gut ist, kann für die Gemeinde gerade recht sein. Und für die Kinder. Ein Projekt, das aus der familienfreundlichen Gemeinde hervorgegangen ist, ist der Bauernobstgarten mit Dörrofen für die Volksschule. In unserem Bauernobstgarten lernen die Kinder die heimischen Obstbäume und ihre Früchte kennen. Diese Früchte dürfen auch genascht werden und bald werden sie auch in unserem Dörrhaus, das der Schule gehört, getrocknet. Erwähnenswert ist auch noch, dass jedes Kind Pate eines Baumes ist und diesen das ganze Jahr über betreut. Für uns macht es, glaube ich, für alle viel Spaß. Die Früchte sind sehr süß und wir haben es auch geschmeckt. Für angenehme Temperaturen in Schule oder Kindergarten sorgt übrigens dieses markante Gebäude. Die Nahwärme beheizt in Treubach alle öffentlichen Gebäude. Und dass wirklich auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Gemeindebürger eingegangen wird, das zeigt auch der Streethockeyplatz. Die Stockschützen haben eine neue Halle gebaut und dadurch sind die Außenbahnen frei geworden. Und da haben dann die Jugendlichen die Idee gehabt, dass sie da Streethockey spielen. Die Gemeinde hat das natürlich unterstützt und haben uns dann einen Platz ermöglicht. Mittlerweile haben wir einen aktiven Streethockeyverein, der was auch Nachwuchsarbeit macht und in Turnieren recht erfolgreich ist. Was hier so tief fliegt, sind allerdings keine Hockeypucks, sondern Modellflugzeuge. Aus einem Umkreis von fast 50 Kilometern kommen die Mitglieder der Modellflugsportunion nach Treubach. Auf der Anlage, die ganz optimal abseits von Siedlungsgebieten liegt, werden auch Wettbewerbe abgehalten. Ob Skiclub, Stockschützen, Feuerwehr, die Treubacher sind enorm aktiv in ihren Vereinen engagiert und dabei äußerst erfolgreich, wie Staatsmeister- oder Landesmeistertitel zeigen. Man kann sagen, das Vereinsleben sorgt für Zusammengehörigkeit und prägt den Ort. Was das Gelände hier prägt, wo auch der Pilgerweg Via Nova hindurchführt, ist die sogenannte Abrutsch, ein Naturereignis an der Gemeindegrenze zu Hönhardt. Auf mehreren hundert Metern ist der Hang, wie der Name schon sagt, abgerutscht. Schuld daran ist ein feiner Sand, der das Gelände instabil macht. Geologen bezeichnen diese Sandart sogar allgemein als Treubacher Sande. Auf dem Pilgerweg kommt man auch beim Granittisch am Zachalberg vorbei. Hier ist nicht nur der Ausblick auf die Gemeinde optimal, an klaren Tagen sieht man sogar fast bis nach Passau. Und man sieht auch gleich, in welche Richtung es wohin weitergeht.
Ob und in welche Richtung der Kaufmann damals vor mehr als 600 Jahren die Gemeinde verlassen hat, ist nicht bekannt. Seine Münzen hat er jedenfalls zurückgelassen, als einen der Schätze, die in Treubach zu finden sind.